Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Ganz besonders begrüßen möchte ich auch den Vertreter des ÖSV, Mario Retter, herzlich willkommen. Es ist eine Pressekonferenz aus ganz speziellem Anlass heute. Marcel und ich haben im Herbst vorm Saisonauftakt eine Pressekonferenz gemacht und haben ein bisschen spekuliert, insgeheim gehofft. Nun hat er es tatsächlich geschafft. Marcel Hirscher ist der erste Skirennläufer, der fünfmal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen hat. Er hat damit Skigeschichte geschrieben. Marcel, ich gratuliere dir dazu ganz herzlich, persönlich und im Namen der ganzen Raiffeisen Bankengruppe. Ich darf die Gelegenheit nutzen, um einen kurzen Rückblick zu machen. Es war im Jahr 2009, da hat es die ersten Vorgespräche gegeben, auch Abstimmung mit der örtlichen Raiffeisenbank. Und ich erinnere mich noch sehr gut an das erste Treffen bei mir im Büro. Marcel ist mit seinem Vater Ferdinand gekommen, völlig unbekümmert, ein lässiger Bursche, heute würde man sagen, ein cooler Typ, und hat ganz selbstbewusst geplaudert und dennoch war er sehr bescheiden. Wir haben in dem Gespräch über Material gesprochen, wir haben über die Karriere von Hermann Mayer gesprochen, wir haben die ersten Ziele vorsichtig sondiert, wobei Marcel meinte, ja, wenn ich den einen oder anderen Protestplatz schaffe, wäre das ein Riesenerfolg. Heute, 7 Jahre später, eine einzigartige Erfolgsgeschichte, die Marcel geschrieben hat, mit mittlerweile 39 Weltcupsiegen und das bei nur 178 Weltcuprennen, 91 Mal am Podest, eine Erfolgsquote von 51%, 5 große Kugeln, 6 kleine Kugeln, 4-mal Weltmeister, also eine einzigartige Erfolgsstory. Wir von Raiffeisen sind natürlich ganz stolz, dass wir vom ersten Rennen an dabei waren. Er hat unser Giebelkreuz am Helm, oder unser Giebelkreuz am Helm durfte bei all diesen Rennen sozusagen mitfahren. Wir haben den Vertrag in weiser Voraussicht bereits vor dieser Saison vorzeitig um 3 Jahre verlängert. Ich freue mich daher auf eine tolle Fortsetzung dieser Zusammenarbeit. Das erklärte Ziel von uns ist es, Marcel Hirscher vom ersten bis zum letzten Sieg begleiten. Jetzt, Marcel, wünsche ich dir aber mal viel Entspannung und gute Erholung, ist, glaube ich, angesagt. Hast du ein tolles Programm absolviert. Aus diesem besonderen und historischen Anlass haben wir auch ein besonderes Geschenk für Sie vorbereitet. Es gibt ein Marcel Hirscher Poster mit allen Weltcup-Kugeln in limitierter Auflage. Der Marcel hat im Vorfeld das alles noch handsigniert. Das bekommen Sie dann im Anschluss an diese Veranstaltung. Ich komme jetzt zu dir, Marcel. Vielleicht vorweg eine Frage, die sich aufdrängt, eine intensive, sehr ereignisreiche Weltcup-Saison. Ganz einfach gefragt, wie geht es dir, wie ist deine Gefühlslage? Ja, hallo zusammen. Ich glaube, ich habe schon mal besser ausgeschaut, aber ich darf mir, glaube ich, mir nicht übel nehmen nach dieser Saison. Aber trotzdem bin ich sehr erleichtert, bin ziemlich happy, dass ich jetzt da stehen darf, in so vielen Jahren wieder da stehen kann. Und es war wirklich ein ganz toller Winter, aber momentan ist es sicher so, dass ich dementsprechend auch ein bisschen so die Saison schon in den Knochen spüre. Für alle Fragen, die ihr an mich richten wollt, stehe ich gerne zur Verfügung, also legen wir los. Vielleicht darf ich noch kurz einen Satz zu diesem Veranstaltungsort machen, Marcel, wenn du erlaubst. Dieser Ort hat ja für uns, für Raiffeisen, eine ganz spezielle Bedeutung, hat sozusagen symbolischen Charakter. Es war im Oktober 2009, einige werden sich von Ihnen daran erinnern können, da hat Hermann Mayer hier an diesem Platz den Rücktritt von seiner großartigen Skikarriere erklärt. Wir haben ein paar Bilder dazu noch vorbereitet. Ihr seht es, Marcel. Herr Präsident Schröcksau mit dabei. Ich habe den Hermann eigentlich nie weinen gesehen und hier hat er die eine oder andere Träne zerdrückt und hat gesehen, mit wie viel Leidenschaft er hier seinen Skisport ausgeübt hat. Und ich habe jetzt die ganz besondere Freude, Hermann Mayer als besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Er ist Überraschungsgast für Marcel Hirscher. Er ist gekommen, um dir ganz persönlich zu gratulieren. Aber ich darf die Zeit nutzen, um zu sagen, Marcel hat nichts davon gewusst. Nein. Hat damit aber auch nicht gerechnet oder spekuliert, oder doch? Nein, überhaupt nicht. Also absolut nicht.
ist natürlich eine Riesenehre für mich und wirklich Wahnsinn, dass der Hermann das überhaupt stand wird. Er tut sich an. Gratulieren. Er kommt mit einem Lächeln, wir freuen uns. Wir grüßen Hermann Mayer. Hallo. Hermann. 2008 habe ich ihn das erste Mal gesehen in Bormio beim Finale. Und seinen Vater in Ferdinand kenne ich ja schon sehr, sehr lange eigentlich. Und ja, da hat man schon gemerkt, eigentlich die hohe Motivation, aber die sehr hohe Erwartungshaltung schon beim ersten Rennen. Ich habe mit Marcel eher weniger geredet, eher mehr mit dem Ferdinand. Und ja, das war schon absehbar, dass einfach diese Konstanz, speziell in diesen letzten 5 Jahren einmal so kommen wird. Das habe ich schon gesehen, wenn ich das erste Mal da beim Weltcup-Finale gesehen habe. Vielen Dank. Ich glaube, jetzt können wir in die Fragenrunde gehen.